An meinem letzten Praktikumstag bei der Post nimmt mich Briefträgerin Marita Müller mit auf Tour durch St. Wendel. Bevor wir losgehen, dauert es noch ein bisschen, ne? Ja, wir müssen die Post noch stecken. Also das heißt, du sortierst die jetzt erstmal? Ich sortiere die jetzt nach Gangfolge. Also du sortierst ja schon quasi erster Stock, zweiter Stock und du weißt schon genau, wo die Leute sitzen? Ja. Ah, okay, super. Also das heißt, wir werden viele, viele Stockwerke heute laufen wahrscheinlich. Ich habe schon den Überblick verloren. Also ich sehe hier überall nur Zahlen. Und dann muss alles auch noch in der richtigen Reihenfolge verstaut werden. Bloß nichts durcheinander bringen, sonst müssen wir Umwege rennen. So, und weil wir heute wahrscheinlich ganz schön viel rennen, stoppe ich mal mit, weil mich interessiert tatsächlich, wie viele Kilometer wir heute machen. Boje. Morgen. Also nah bei der Post zu wohnen bringt schon was, wenn man kriegt als Erstes. Genau. Okay, also mit der Hand, mit dem Finger ein bisschen runter, dann geht's schneller. Das ist der Zusteller-Move. Also kommt da noch irgendwo was rein? Oder nein, haben wir jetzt hier sind wir jetzt fertig. Jetzt muss ich gerade üben. Das ist leichter gesagt als getan, beziehungsweise es ist viel schwerer, als du mir das vorgemacht hast. Aber mit etwas Übung geht's besser. Trotzdem bin ich noch viel zu langsam. Der ist verzogen. Und die nimmst du wieder mit? Die nehme ich wieder mit. Ah, gut. So, also das heißt, du kriegst auch immer direkt mit, wenn jemand Neues dazuzieht oder wenn jemand wegfährt. Du bist ja, oder immer informiert. Immer informiert. Immer informiert. Marita Müller ist immer zu Fuß unterwegs. Alles andere wäre in der St. Wendler Innenstadt zu unpraktisch. Aber es gibt auch Zusteller, die mit dem Fahrrad oder dem Auto fahren. Guten Tag, moin. Nee. Also du bist noch nicht gebissen worden, oder? Nein. Nein. Das Postwähnchen lassen wir auch schon mal kurz irgendwo stehen, lässt sich aber absperren. So ist die Post sicher. Hat sich da schon mal jemand irgendwie einen Spaß draus gemacht und hat den mal weggefahren oder so? Das wäre doch der Horror, oder? Bisschen mal probiert. Aber meistens ist ja die Bremse zu und die wissen nicht, wie die Bremse aufgeht. Abgesehen davon lässt sich das Ding gar nicht so leicht fahren. Die erste Postladung haben wir schon fast komplett eingeworfen. Es wird Zeit für Nachschub. Ich dachte immer, das wären so Stromkästen von der Stadt oder so. Sind gar nicht. Die sind von euch. Die sind von uns. Ah, okay. Ist noch ein bisschen was. Die leeren da rein. Die leeren da rein. Und es läuft und läuft und läuft und... Sag mal, wie viel Schuhe verbrauchst du im Jahr? Zwei Paar. Zwei Paar? Ja. Manchmal geht's durch einen Hinterhof zum Briefkasten. Mal ist er draußen, mal im Haus, mal muss man klingeln, mal hat man einen Schlüssel. Das sind ja schon ein paar Schlüssel. Wann beschriftest du dir die sonst immer? Nein. Darf kein Name dran sein und keine Hausnummer und keine Straße. Also das heißt, du musst dir jeden Schlüssel merken? Ja. Gar nicht mal so einfach. Ohnehin muss der Zusteller seinen Bezirk ganz schön gut kennen, um niemanden zu vergessen. Und jetzt oben. Oh Gott. Hier ist ein. Ein Tritt. Ein Tritt für den Briefträger. Das haben sie sich aber schön ausgedacht da. Aber trotzdem eine. Also, dass ich jetzt heute klettern muss, hätte ich auch nicht gedacht. Zusammenliegen. So, meine Finger sind schon ganz schwarz von der Druckerschwärze. Wir sind erst so ungefähr eine Stunde unterwegs, aber wir haben schon über 3 Kilometer geschafft. Aber es werden noch ein paar mehr, ne? Es werden etwa 20. Da sollten wir uns ein bisschen beeilen. Geh mal ein bisschen schneller.